wurden jetzt gerufen. Das ist der Post, der uns gerufen hat. Wie ihr sehen könnt, ist mein Phantom. Bei anderen Leuten wird das wahrscheinlich weiß sein. Es gibt noch blaue und rote Phantome. Gewesen, der aber auch als tot ist, gefällt mir eigentlich so besser. Der Host darf auf keinen Fall sterben. Ja, das ist jetzt einfach ein PvP-Player. Ja, vergiss es, da gehe ich nicht rein. Denn Mobs und so weiter werden immer noch gepult. Ich hatte jetzt eigentlich vor, den zu parieren. Das heißt, man schlägt so mit seinem Schild zu und haut sich dann praktisch Waffen des Gegners aus dem Weg und der taumelt dann ganz kurz. Und damit kann man für einen Bruchteil, was heißt Bruchteil von einer Sekunde? Sagen wir mal für eine Sekunde oder sowas, wenn man dann richtig steht, einen verheerenden Gegenangriff starten. Das ist bei manchen Waffen stärker als bei anderen. Zum Beispiel bei Dolchen ist klar, sind ja dafür gemacht, Gegenangriffe auf ungeschützte und fürs Leben wichtige Körperteile zu machen. Und deswegen ist da der Multiplier für viel höher als bei den anderen. Besonders an dem ist wie bei manch anderen auch schwarz. Die Hälfte der Seelen, die man für den Boss normalerweise bekommen möchte. Das ist eine ziemlich gute Bezahlung, wenn man mich fragt. Also, wenn ihr die Gelegenheit habt, dann solltet ihr auf jeden Fall so oft wie möglich hintereinander den Koop machen. So lassen sich nämlich ganz einfach Menschlichkeit und Seelen fahren. So habe ich die ganzen letzten Level hinter mich gebracht. Ich habe, glaube ich, bereits die Waffe von den Daniels hier. Das kommt aus Leute. Das kann man, wenn man auf dem gleichen Serverpool ist, von jedem
Allerdings ist das sozusagen ein einzigartiger Mob, der ist weniger ein Bossgegner, aber immer noch verdammt hart. Den kill ich meistens gegen Ende des Spiels, wo sich die Seelen, die man dafür bekommt, überhaupt nicht mehr lohnen. Jetzt war schon wieder der Bildschirm aus. Reagiert auch darauf, wenn man hier auch nur das Licht an- und ausschaltet. Ja, was haben wir noch? Nee, ich habe die Axt noch nicht geholt. Egal, was. Oh, ist nicht so schlimm, die ist eh scheiße. Ja, jetzt habt ihr mal einmal Koop gesehen, einmal PvP. Über PvP-Moral 2 gegen 1 kann man sich streiten. Wer sich drüber unterhalten möchte.